Hier. Alter, die wollen mich flachsen. Yo und herzlich willkommen zu der nächsten Let's Build Folge und diesmal auch mit Webcam. Jo, da bin ich. So, Level 7 ist jetzt vollständig, sagen wir mal so, fast zumindest. Level 7 ist quasi das Endlevel für beide Spieler. Wenn, also ich zeige das einfach mal, wie es funktioniert. Wenn wir hier alle Level fertig haben. Übrigens, Kevin ist auch dabei. Ja, danke, hallo. Ich war voll gerade so drin. Einfach nur mal vergessen. Also wenn wir hier alle Level fertig haben, das ist ja so, wenn man dann die Wolle setzt in dem jeweiligen Level, wird auch hier oben die jeweilige Wolle gesetzt. Und dann ist das so. Und dann bekomme ich diese Wolle. Und ich bin Team Gelb, gut. Also dieser Text kommt, Team Gelb ist knapp vor dem Ziel, das ändern wir nochmal, weil wir wollen, dass der Name da steht vom Spieler. Und dann spät nur bringen die letzte Wolle zu ihrem Platz und du wirst dem Ziel zum Greifen nahe sein. Da kann man mit der Maus nochmal drüber gehen. So als kleiner Hinweis. Der Platz für die siebte Wolle befindet sich unten im Auswahlraum. Dann geht es weiter, dass man diese ultimative Wolle bekommt. Dies ist die ultimative Wolle, sie ist ultimativ. Und, ach ja, genau, dann kommt dieser goldene Text. Genau. Und dann muss man eben hier nach unten hin. Und hier quasi, okay, das ist jetzt, haben wir schon getestet. Das müssen wir dann mal kurz schließen. Das ist eigentlich so. Und deswegen packen wir das da rein. Und dann geht das auf. Und dann gehen wir da runter. So, zack. Und dann bin ich unten. Ich drehe mich um und bin im Level 7. Ich weiß gerade nicht, ob die Glocke schon aktiviert ist. Das gucken wir gleich nochmal. Für rot, weil das ist noch nicht gemacht, dass es automatisiert ist. Deswegen machen wir das mal kurz. Rot, genau, Redstone-Block. So, der Block dahin. Jetzt ist die aktiviert. Erkläre ich gleich, was da alles ist. Ist ein bisschen schon, ist er schon, ja. Das ist eigentlich ein Jump'n'Run auf simple Art und Weise, aber ich bin runtergefallen. Und ich kann auf goldene Felder gehen. Oh, ich habe hier einen guten Ping. Ja. Und auf goldene Felder bekomme ich Speed Boost. Und dann kann ich so zurückrennen. Und hier kann ich wieder springen. Hier unten ist Stroh. Damit ich quasi diesen Effekt wieder verliere. Wenn ich zwei Blöcke über Stroh bin, dann werden alle Effekte geklärt und dann bin ich wieder langsam. So, also ich springe wieder hochspringen und mache das eben nochmal so lange, wie ich will. Hier hinten ist dann der, ich sag mal, schwierigste Sprung, weil hier sind immer nur Dreiersprünge, die meisten. Und dann hat man ihren, ich glaube, Sechsersprung. Und ich habe es nicht geschafft. Deswegen mache ich es nochmal. Komm, das schaffe ich jetzt noch. Ja, gut. Und dann ist hier nochmal Gold, damit man hier einfach komplett hochlaufen kann. Kannst du mal kurz den Boden machen? Moment, also resetten. Ja. Oder was meinst du? Ja, Moment. Mhm. Hinten. Du weißt schon. Ja, ja, ich weiß schon. Ah, nicht. Oh Gott, jetzt okay, jetzt war es bei mir richtig krank. Das wollte ich nicht anhalten. So. Hast du? Jetzt. Gut, danke. So, ich laufe weiter. Und ich habe den Speedboost verloren. Ja, cool. So, ich laufe und laufe und laufe und denke da, geil, da ist das Ziel wahrscheinlich, da ist eine Tür. Und auf einmal, bam, da falle ich. So, wo bist du? Bist du auch geportet worden? Ja, bin ich. Das finde ich gut. Und du bist nicht im gleichen Raum? Denn hier ist quasi das Ende. Ja, das Ende. Tschüss. Nein, ich port mich mal kurz hier raus. Ich hab, glaube ich, einen schlechten Ping. Alter. Welle, Welle plus 10. Danke. So, jetzt bin ich hier draußen. Bitte. Und ich bin sogar Gewinner. Das ist gut. Und ich kann mich nicht bewegen. Wo bist du? Boah. Naja, egal. Ist egal, wo der ist. So. Ja, genau. Ist egal, wo ich hier. Der Gewinner wird dann jeweils da reingeportet und der Verlierer da hinten. Das war dein Kevin. Der ist ja voll schlecht, so. Nein, okay. Der ist eigentlich gut für meinen Comments und so. Also. Wir haben zuerst, wird getestet, ob ihr das Team Gelb, der Spieler auf einem Goldblock ist. Also ich führe diesen Command aus, quasi das Team Gelb, und er testet, ob ein Block unter dem Spieler ein Goldblock ist. Und wenn das so ist, dann bekommt man den Speedboost-Effekt an jeden, der in Team Gelb ist. Und zwar Speed 30 Sekunden, Stärke 7. Ja, genau. Dann haben wir noch, wenn der Spieler zwei Blöcke oder da über Stroh ist, dann wird der Effekt geklärt. Und es wird der Hunger wieder aufgefüllt, die Leben, einfach weil man teilweise Leben verliert durch den Fall.
Bei hinten wieder, bei dem Springen, da wird wieder getestet, ob der Spieler einen Block über dem Boden ist und wird dann nochmal getestet, dass mein Spiel ringt. Cool, weil ich kann jetzt in die Webcam zeigen, ich kann das so veranschaulichen, das ist voll geil. Man springt und dann wird man geportet. Toll. Und denkt, ja, das ist toll. und das haben wir in zwei Blöcken, weil das eben symmetrisch sein soll. So. Symmetrisch, ja, toll. Gut, und dann die letzten toll. Blöcke sind einmal das am Ende, da wo man runterfällt. Dann haben wir einmal, dass man hier einen Jump Boost bekommt, weil man fällt ja quasi. Oh, ich kann es wieder zeigen, cool. Man fällt und wird dann geportet und würde theoretisch Fallschaden bekommen, aber wenn man den Jump Boost hat, nicht. Und deswegen bekommt man ihn kurz und wird dann kriegt man keinen Fallschaden. Dann wird man eben geportet. Einmal Team Gelb in den Siegerort und Team Rot in den Verliererort. Und das Gegenteil haben wir hier oben nochmal. Da wird dann Team Rot als Gewinner gemacht. Und ja, Team schön. Gelb als Verlierer. Das ist gutes Deutsch. Jo, und hier haben wir eigentlich immer das gleiche. Hier hinten wird Summon Falling Sand, also die Entity, also das Ding hier, einfach Sand quasi. Das ist eine Entity und kein Block. Kannst du dieses Dreieck da wegmachen? Ah ja, cool, das ist gut. Das war ein Tippfehler. Haben wir denn Sand? So, quasi, es wird hier so ein Sand gespawnt, aber mit der Textur von dem Quarz. Ja, und das eben für 72 Blöcke insgesamt. Und ja, am Ende wird dann nochmal der Effekt Blindness gegeben. Und hier irgendwo ist noch hier, der Boden wird wirklich gelöscht, weil, wenn man, da sind die Blöcke und in dem Block wird die Entity gespawnt. Und der Block verschwindet nicht wirklich, er ist nicht mehr sichtbar, aber er ist nicht weg. Und deswegen backt man dann so rum und deswegen muss der wirklich gelöscht werden. Cool. Ja, das war's zu Level 7, glaube ich. Hab ich was vergessen? Weiß ich nicht. Du hast jetzt gerade so viel geredet, ich habe dir was nicht so gehört. Ja, also ihr könnt immer noch zurückspulen, wenn ihr wollt. Ich war gerade beschäftigt mit dem anderen. Wenn ihr es nicht verstanden habt. Und hier ist das eben. Ah ne, das habe ich ja schon erklärt. Das ist so viel. Genau, das ist auch voll. Da weiß ich hinaus. Gut, und hier haben wir, dass die Blöcke dann wieder aufgefüllt werden. Als Reset. Oh, mein Ping ist ja mittelmäßig. So. Dann haben wir noch Level 2. Auch wieder cool. Also quasi Level 2 als Beispiel, ne? Das können wir kurz mal durchspielen. Ich bin Team Gelb, das Moment, ist ganz ich mach nochmal ein Reset. Okay. Und ich starte. Ach nee, du kannst ja selber die starten, ne? Ja. Level 2. Boah, ey, es leckt. Ich gehe hier rein. Zack. Dann warte ich. Und der Effekt kommt quasi eine Sekunde später. Und dann bin ich hier. Gut, ich habe den Effekt nicht bekommen. Doch, jetzt habe ich ihn bekommen. Ich habe ein Buch bekommen, auf dem Hinweise steht. In diesem Buch steht: Hey, ich bin das Hinweisbuch. Wenn du mal nicht weiterkommst, helfe ich dir. Und dann steht ja noch, sobald Hinweise verfügbar sind, wirst du informiert. Öffne mich dann einfach und ich helfe dir dann hoffentlich. Bisher ist keiner da, deswegen laufen wir mal weiter. Ich habe immer noch einen Speedboost. So, da sind wir wieder. Das Tasken hat wieder ein bisschen rumgesponnen. Das ist wieder ausgefallen oder das Mikrofon quasi. Und Kevin hat jetzt den Spectator-Modus genommen, damit er mich beobachten kann. Und hier haben wir einen kleinen Text bekommen. Den ignoriere ich mal einfach mal, weil ich so blöd bin und denke, der hat nichts zu bedeuten. Und ich gehe dann nochmal weiter. Der Sound ist etwas zu laut, deswegen stelle ich ihn ein bisschen leider. So, jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich stehen geblieben, jetzt geht's weiter. Gut, also. Ich hoffe, den Rest habt ihr noch mitbekommen. Wenn nicht, ist blöd. Wir haben quasi ein bisschen was umgebaut in Level 2. So, ein neuer Hinweis ist verfügbar. Gut, schaue ich mal rein. Aha, der kostet einen Punkt. Mach ich mal. Gut, dann haben wir hier eine Karte wieder. Weiterer Hinweis, kostet 3 Punkte. Aber ich lese mir erstmal das erste durch. Irgendwo hier muss es einen Schalter geben, um die Eisentür zu öffnen. Eisentüre vor allem. Doch, die Bibliothek ist riesig und dunkel. Wir müssen nicht wirklich alle rein durchsuchen. Jemand beobachtet dich, er hat dir etwas zugeflüstert. Nur was? Am besten schaust du im Chat nochmal nach. Ja, guck ich nach. Aha. Keine Ahnung. Klicke ich nochmal. Zweiter Hinweis hier. Irgendwie ist das nicht lesbar. Also dann noch ein Tipp. Die Computermaus ist der Schlüssel. Verstehe ich nicht. Dritter Hinweis. So, da steht keine Hinweise mehr verfügbar. Jetzt solltest du aber verstehen. Drücke T und fahre mit der Maus über den Text, den hier Randy zugeflüstert hat. Dann erfährst du, zu welcher Reihe du gehen musst.
Gut, verstehe ich nicht. Ja, scheiße. Ja, genau. Gut, S1. Ich hoffe es dann mal nicht, hey. Ja, okay. Den Rest kennt er, ja. Dann würde ich jetzt zur S1 laufen. Und dann würde ich den Hebel drücken und dann könnte ich zurück. Die Eisentür wäre öffentlich für alle Leute offen. Und dann könnten wir auch weitergehen. So. Das war's zu dem jetzt, ne? Ja. Gut, das ist schön. Dann trinke ich erstmal eine Milch. So. Jetzt würde ich sagen, können wir jetzt mal hier Level 7 fertig bauen, zumindest hinten. Und da wollte ich noch irgendwas sagen. Diesen Abspann, meinst du? Ja, genau. Was wolltest du denn sagen? Ab morgen kommen dann neue Tutorials, neue Tutorials zu allen Commands von Minecraft, also komplett von vorne bis hinten, von Einsteiger bis Profi, würde ich sagen, ne? Das ist ja, es gibt ja irgendwas, müssen wir nehmen. Von Tell Raw, Say, Title, Excavate, genau. Execute. Execute! Fill, Clones, und noch Springen. Alle Commands, die es gibt, werden wir für euch erklären, zusammenfassen und erläutern und weiteres. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr schon in diesem Video jetzt hier Fragen hinschreiben, wenn ihr irgendwelche Spezial-Tutorials sehen wollt, wie zum Beispiel, wie bekomme ich ein Schwein dazu zu fliegen? Das können wir dann erläutern. So, ich trinke erstmal eine Milch wieder. Jetzt muss ich wieder rauskommen. So, du bringst uns ja hier richtig voran, ich Kevin. Ich teleportiere mich einfach zu. Ja, ich weiß. Oh Mann! Es leckt so gar nicht. So, jetzt nochmal. Oh, mal. Was denn? Warum hast du mich wieder zugebaut? Warum ist mein Ping so schlecht? Gut, den Boden, den ignorieren wir jetzt einfach mal. Am besten nicht in die Nähe gehen. Und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt das Ding hier mal zu Ende. Warum machen wir einfach nicht die Klos? Ja, das wäre eine gute Idee. Ja. Und dieses Springen nervt mich auch so ein bisschen. Kannst du es auch noch ausmachen? Ja, natürlich. So, erstmal filmen wir das jetzt hier mit Slash Fill. Und zwar mit den Koordinaten. Ich drücke Tab dazu, damit ich diese Koordinaten bekomme. Ich schaue auf den Block und bekomme diese Koordinaten. Und dann machen wir gleich wieder Werbung, ne? Also wir erklären das euch dann nochmal. Könnt ihr jetzt hier klicken? Nein, ich weiß noch nicht, welches Video als erstes kommt. Also, wir brauchen Prismarine. Ganz einfach. Prismarine. Oh, hoppala. Das ist der falsche. Nimm mir den zweiten. Das ist der richtige. Gut. Jetzt gehen wir von hier wieder Slash Fill. Oder vielleicht soll ich von oben anfangen, das ist, glaube ich, schlauer. Kannst du Decke machen? Ja, klar. Oh, der Kevin macht die Decke, das ist cool. Prismarin 2. Welches ist das denn? Prismarin 2. 2. Mhm. Okay. Gut, dann ziehen wir erstmal hier Säulen hoch. Und dann schauen wir gleich, was wir noch verbessern können. Oh, jetzt ist mein Ping wieder voll. Was ist da los? Ja, das ist manchmal hörst du bei mir auch etwas verzerrt. Also nicht das kaputte verzerrt, sondern das normale verzerrt. So, wie machen wir. Okay, hier ist übrigens das Stroh. Warum liegt denn hier Stroh rum, hey? Haben wir das nicht schon erklärt? Ja. Gut. Das Stroh ist übrigens dazu, dass das Effekt entfernt wird. Ja. Nee, hast du überhaupt nicht schon erklärt. Ich dachte mal nochmal, damit das jeder mitbekommt. Ich weiß nicht, wie viel wir machen müssen. Ich glaube, so ein bisschen schon, ne? Wir können es auch so also auslaufen lassen, also dass es so wie abgebrochen aussieht. Oder nicht? Also, weil man sieht es, glaube ich, so schnell sowieso nicht. Dann würde ich lieber sagen, dass man nichts sieht. Okay, dann machen wir es so. Soll ich den Clone-Befehl benutzen? Nee, lieber nicht. Nee. Ich würde mal jetzt mal hier schon vorne sagen, bis dahin kriegen wir den Clone-Befehl auch hin, bis zu den Tutorials. Ja, schon, der ist ganz komisch. Könnt ihr auch bei Castcrafter mal gucken, der kommt damit auch nicht klar. Die Befehle sind irgendwie ein bisschen anders als bei World Edit zum Beispiel. So, Prismarin 2. Bam. Ich glaube, das ist tief genug, ne? Ja. Ey, das sieht, ich weiß nicht, das sieht irgendwie so unheimlich aus. Ich meine, man sieht das eh nicht. Ja, man sieht nur so grün. Gut, dann bauen wir noch irgendwo hier da oben, bauen wir noch Sea Lanterns ein. Und davon noch ein bisschen.
Wo packen wir die denn hin? Ich würde ja sagen, wir machen da Säulen dran. Da und da. Und 1, 2, 3. Hier wieder eine. Dann wieder 3 frei. Und da noch eine. Und da. Und das passt nicht. Ziehen wir einmal nach vorne. Dann passt das gut. Ja, so ist okay. Und daran packen wir jetzt eine Sea-Lantern. Jetzt ist mein Ping wieder weg. Also, schlecht. Alter Schwede. Er sinkt. Ja. Okay, jetzt klingt es so komisch. Wirklich? So, da wären wir jetzt wieder zum dritten Mal. Nee, zum zweiten Mal ist das jetzt hier abgestürzt. Aber ist ja kein Problem, man hat ja Zeit, um das ganze Ding zu schneiden. So, wir sind jetzt fertig. Und jetzt können wir noch den Boden machen. Auch nochmal Prismarine natürlich. Und bis da hinten. Den wird man vielleicht sehen, deswegen machen wir es einfach mal. Prismarine 2. So. Das ist doch schön. Gut. Ich würde sagen. Ja. Das geht, wenn das da gerade nochmal schön macht, dass ich helfe immer nochmal hier. Wo war denn der Rand hier? So. Oh, hoppala. Und wir könnten. Wo könnte man noch? Hier? Alter. Die wollen mich flachsen. Jetzt ist Minecraft abgestürzt. Aber gut, meine Facecam seht ihr noch. Und ich würde sagen, das war's schon mit dieser Folge. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr das gut fandet und wenn ihr irgendwas gelernt habt oder wenn ihr es einfach unterhaltsam fandet. Und ich würde sagen, hier links kommt ihr jetzt zur letzten Folge. Und hier rechts könnt ihr jetzt das Video von morgen anklicken. Quasi, naja, noch nicht anklicken, aber es wird da sein. Und dann könnt ihr es übermorgen anklicken, wenn es schon da ist. Gut. Oder auch nicht. Also morgen, wie auch immer. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.